unseren Herrscher! Ich habe mir gerade das Kiesmann nur ein bisschen an. Seine Häuser fallen total zusammen. Und ich weiß nicht warum. Aber ich finde. Die Bürger. Ich finde es auch nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Keine Gnade! So halt keine vor. Gnade! Das sind doch auch mit Spielen. Für Land und König! Das hinten kann von mir jetzt verschwinden. Volle Breitseite! Ach ja, ich habe auch einen Vulkan hier. Volle Breitseite! Keine Gnade! Mir nach! So, und dann kann ich gleich vielleicht die Insel übernehmen. Mach mal ein. Gesichert. Speicherstand. Nicht, dass ich gleich verloren habe. Ihr wart erfunden. Bauen wir schnell die ganzen Märkte nach. So, was haben wir denn hier am Verkauf? Nee, das haben wir im Einkauf. Ah, die haben Nahrungsprobleme. Das ist natürlich das Klügste, was man machen kann. Macht das hier aus. Er wollte wahrscheinlich Kosten sparen. Weil die Bilanz halt jetzt auch nicht mega super aussieht. Wie geht's euch? Nicht so prickelnd, wie mir scheint. Die sind auch wieder zusammengefallen, größtenteils. Okay, was brauchen wir denn als nächstes? Kakao. Gibt's hier Kakao? Kakao gibt's hier. Sehe auch gerade. Das sollte ganz bleiben. Okay, wir brauchen Nahrung, Alkohol und Tabak. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Okay, haben wir alles da. Das ist schön. Ich überlege gerade, ob ich das hier vielleicht doch lieber ausbaue. Und ehrlich gesagt, diese Stadt hier brauche ich. Ich Esel hätte auch gleich was mit hochnehmen können. Es fehlt an Gewürzen. Ja, die hätte ich mitnehmen können. Ich nehme trotzdem mal Tabak und sowas mit. Dann kann ich hier oben erstmal glücklich machen. Was fehlt hier noch? Es fehlt auf jeden Fall Stein. Stein bauen wir hier nicht ab, wie es aussieht. Lass sie sich mal nicht ausbauen. Und dann sollten wir langsam anfangen, hier Kakao anzusiedeln. Ich hätte gerne noch ein zweites, da kann ich eine automatische Handelsroute einrichten. Ja, hört auf zu heulen. Oh, wir haben eine schlechte Bilanz. Ach so, natürlich. Was zur Hölle soll denn da? Du Idiot! Da passt ja doch niemals durch. Das wird vielleicht nichts mit der automatischen Handelsroute. Setz die Vorsegel! Setzt neuen Kurs! Okay, vier haben wir wenigstens. Wir fangen an. Tabak, Alkohol.
einfach nur Gewürze und Kakao. Kakao können wir alles holen. Dann kommen hier hin. Gewürze und Kakao. Passt das nicht? Los! Schneller, uns geht das Geld aus. Und ehrlich gesagt, wir brauchen genau das, um unsere Leute wieder glücklich zu machen. Die Felder verderben vor Trockenheit. Muss auf der Insel hier sein. So, also kann man auch ein bisschen erhöhen. Schöne Sache. Jetzt sieht es auch wieder besser aus. Jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass wir wieder ein bisschen Geld kriegen. Setzt neuen Kurs. Ja, hört auf zu heulen. So, der bringt jetzt hoffentlich auch Gewürze mit. 30 Tonnen, ja, das sollte reichen. Vielleicht können wir es dann noch 50 erhöhen. Was brauchen wir denn als nächstes? Badehaus und sowas. Hier brauchen wir jetzt erstmal Kakao. Das ist absoluter Nonsens, wenn ich ehrlich bin. Es fehlt an Tabakwaren. Von mir aus. Nur weil sie es gerade geholt haben. Problem ist, es bringt auch absolut nichts, wenn wir das jetzt neu anpflanzen. Es wächst halt nicht. Also es wächst schon, aber es wächst halt nicht, weil es zu trocken ist. Geldmangel. Der gute alte Freund Geldmangel. Wer kennt ihn nicht? Gibt's nur auf meinem Let's Play. Primär auf meinem Let's Play irgendwie schon. Denn ich glaube, kein anderer Spieler wird so intensiv Geldmangel haben wie ich immer. Ist das nicht schön? Exklusiv nur bei mir. Geldmangel. Mal gucken, wie ich meinen Leuten Frieden geht. Denen müsste ja noch gut gehen. Oh ja, denen geht's gut. Wenn wir dann den Kakao auch noch haben. Können wir auch schauen, dass wir. Ich mach's mal auf die billige Variante. So, weiter will ich eigentlich nicht. In die Wanten! Oh, mir ist halt die Nahrung. Nee, die will er nicht. Die schmeckt ihm nicht. Ei, ei, Captain! Ah, wir haben zu wenig Tabakproduktion, wie mir scheint. Obwohl sie ausreichend so. Sie ist ausreichend. Aber an und für sich brauchen wir, glaube ich, mehr. Vielleicht hat sich das. Oh, ich glaube, meine Trockenheit hat sich erledigt. Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Als nächstes würde ich gern sagen, mach mal hier neue Felder.
Es fehlt an Tabakwaren. Nichts, was sie nicht hinkriegen. So, weiter komme ich nicht. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Die dürfen doch, oder? Ja, die dürfen. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt mehr Alkohol und solche Scherze. Wisst ihr, was ich demnächst vielleicht auch mal wieder aufnehme? Stardew Valley. Aber nur, wenn ich mal wirklich keine Folgen habe in irgendeinem Let's Play. Das werde ich dann auch wahrscheinlich nochmal erwähnen. Aus keinem anderen Grund werde ich es aufnehmen. Also immer, wenn ich mal feststelle, oh, du hast jetzt keine Zeit aufzunehmen und dir fehlen Folgen, hau ich eine Folge davon einfach mal raus. Dann kriegen wir das auch irgendwann fertig. Sind ja noch 120 Folgen. Ich denke mal, das wird so auch irgendwann abgefrühstückt sein. Was heißt abgefrühstückt? Ja, also es klingt immer so negativ, wenn ich das so sage. Aber im Grunde ist es ja auch ein bisschen mit Abarbeiten. Hast ein Projekt, machst halt darum und ja, dann hast du es irgendwann abgearbeitet. Die Völker habe ich auch im Grunde abgearbeitet. Ich habe zwar sehr intensiv gespielt jetzt, aber auch dieses Projekt hier, Anno 1602, wird nicht ewig gehen. Ich glaube, kein Projekt wird ewig gehen. Das einzige Spiel, was man, also die einzigen Spiele, die man wirklich, wirklich sehr weit treiben kann, sind richtige, extreme Open-World-Spiele wie Minecraft. Da kann man tausende Folgen machen und kann immer noch neue Sachen rausbringen. Obwohl ich jetzt festgestellt habe, Dangerously Funny, der hat auch echt tolle... Also, Stardew Valley, das frühstückt er auch sehr gut ab. Kakao ist Mangelware. Aber es gibt Kakao. Also, der hat so viele Folgen von Stardew Valley, der zeigt halt immer irgendwelche Mods oder irgendwas anderes. Was normale Let's Player natürlich nicht machen können. Ich finde es schön, dass Sachen, die man eigentlich nur bei kleinen Let's Playern sieht, ist sowas, was ich bei die Völker zum Beispiel gemacht habe. Wo man halt wirklich mal teilweise mehrere Stunden erstmal gebraucht werden zur Vorbereitung, um dann 5 Minuten Spielspaß zu zeigen. Das siehst du bei ganz großen Let's Playern normalerweise nicht. Warum? Die konzentrieren sich primär auf die Spiele an sich. Spielen die soweit durch und alles, was, sagen wir mal, anstrengend wird, machen sie für gewöhnlich nicht. Finde ich persönlich schade. Aber das ist eigentlich ein Grund, dass man sich auch die kleineren Let's Player anschauen sollte. Weil auch da gibt es ein paar Leute, die echt gute Sachen machen. Aber die fallen halt nicht so auf. Oder beziehungsweise die werden auch teilweise gar nicht angezeigt, weil... Die einfach nur ein kleiner Let's Player sind und es fehlt an Gewürzen. Werden die auch teilweise gar nicht erst vorgeschlagen. Finde ich persönlich von YouTube nicht. Schiffsreparatur beendet. Wir brauchen viel mehr Kakao. Wie kommt da jetzt eigentlich immer? Ach, das geht. Das ist natürlich. Das ist natürlich doof von mir gewesen. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum mir kein Kakao kommt. Das kann erstmal weg. Ich hätte natürlich so clever sein müssen und ein anderes Schiff nehmen sollen. Kakao wird gar nicht geliefert. Warum? Der stapelt sich nämlich hier. Weil das Schiff nur 3 Sachen aufnehmen kann. Ich habe das genommen, weil es schneller ist, aber daran habe ich gar nicht gedacht. So mache ich ja im Grunde was mit viel mehr. Wir brauchen... mehr Geld. Ich glaube, ich mache den Einkauf jetzt erstmal aus. Und dann schauen wir mal, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Geld sammeln. Wenn ich so drüber nachdenke. Das brauche ich gar nicht mehr. Also Soldaten haben eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr so richtig. Den brauchen wir auch nicht mehr. Guck mal, 28 Heereskosten. Die man einfach nicht mehr braucht. Oh, kann ich das in Minus... Oh, da kann ich ins Minus gehen damit. Das ist interessant.
Das Volk bekommt kein Baumaterial. Mit dem Kakao warte ich einfach noch ein bisschen. In die Wanten! Bis ich es dann wirklich, wirklich brauche. Jetzt können wir eigentlich nur noch Geld sammeln. Vielleicht werde ich ja was durch. Vielleicht werde ich ja was los. Was brauchen wir denn als nächstes? Wir brauchen auf jeden Fall das Ding. Und wir brauchen das Ding. Und dafür brauchen wir eine Menge Geld. Da muss ich anfangen, Gold zu sammeln. Überprüft eure Handelsrouten. Nö, keine Lust. Katsching. Beziehungsweise kein Katsching. Das kann eigentlich auch weg. So, das Badehaus. Geht nicht anders. So, baut euch aus. Müssen jetzt ein Reinigkeit. Kaufleute. Genau. Kleidung können wir ihnen liefern. Kleidung sollte ja nicht das Problem sein. Habe ich denn eigentlich schon? Interessant, eine Goldmine habe ich. Setz die Vorsäge! Vielleicht können wir ja ein bisschen Geld durch den Verkauf wieder reinholen. Auch nur ein bisschen. Viel wird es garantiert nicht sein. Ja, da gibt es übrigens Gewürze drauf. So, dann würde ich sagen, wir fangen mit der Goldmine an, sobald ich das Geld habe. Euer Volk wünscht eine Hochschule. Später. Es fehlt eigentlich nur unter Schmuck. Überprüft eure Handelsrouten. Nein. Ah, ich bin so toll. Ich hab's zugebaut. Den Steinbruch. Weil ich so toll bin. Hallo? Gebt Breitseite! In die Wanten! Es ergibt nicht mal Sinn, dass sie unten lang fahren. Fahren runter und fahren dann wieder hoch. Diese Insel ist furchtbar. Also wirklich, diese Insel ist furchtbar.
Das Volk bekommt kein Baumaterial. Passt die Hochschule denn eigentlich hier hinten rein? Schiffsreparatur beendet. Weil wir genug Stein haben, baue ich die. Okay. Setzt neuen Kurs. Anker lichten. Ah, ist ja relativ leicht, wenn ich ehrlich bin noch. Setzt neuen Kurs. Ei, ei, Captain. Anker lichten. Die gehen mir auf den Sack, wenn ich ehrlich bin. So, zurück zu dem hier. Goldschmiede, genau. Wenn es zerstört, wird es eh zerstört. Ich brauche bloß eine Tonne. Mehr brauche ich nicht. Eine einzige Tonne. Das ist doch wohl ein scheiß Witz hier. Setzt neuen Kurs. Bezahl lieber Schutzgeld. Da habe ich weniger Sorgen. Wenn man kein Geld hat, ist es eine gute Alternative, das normal zu machen, aber ab dann. Stoffe sind Mangelware. Nein. Ah ja, natürlich, die hier ziehen das alles raus. In die Wanten! Ich glaube, das Schiff wird fertig, sobald das hier weg ist. Schiffsreparatur beendet. Stoffe sind Mangelware. Verstehe ich nicht, dass sie darüber aufregen, dass sie keine Stoffe haben, obwohl sie sie gar nicht nutzen. Wenn du Kleidung hast, brauchst du die Stoffe nicht mehr. Ah, das raffen die nicht. Naja, Aufträge gehen natürlich nicht mehr. Die Tonne Kanonen können sie von mir jetzt behalten. Stoffe sind Mangelware. Hier hinten ist doch eigentlich noch genug Platz. Ich könnte auch Stoffe mitbringen, wenn ich so drüber nachdenke. Los! Sie sind unglücklich, weil sie keine Stoffe haben. Das ergibt keinen Sinn für mich. So, die normale Schule kann dann weg. Denn man braucht keine normale Schule. Man kann gleich auf die Hochschule gehen. Ist gar kein Problem. Kindergarten kann sie direkt in die Hochschule. Ich glaube aber, die erste Mission haben wir schon so ziemlich erledigt. Euer Volk wünscht ein Theater. Ach ja, da war ja noch was. Das Volk macht Theater, geht ihnen eins. Ihr baut euch mal nicht mehr aus. Ich hätte gern Aristokraten bloß noch. Denn dann haben wir es geschafft. Dieser Trick ist übrigens gar nicht so schlecht, einfach mal die unzufrieden machen, weil dann bauen sie sich halt nicht aus. Das heißt, wir kriegen jetzt nur noch Aristokraten. So, machen wir einen Einkauf. Das können wir anmachen. Ach ja, da war ja noch was. Toll, die Mine fackelt auch gleich.
Okay, geht schon mal los. Die Mine schafft er wahrscheinlich nicht mehr zu retten. Die versucht auch gar nicht zu retten. Warum auch? Das Volk bekommt kein Baumaterial. Okay, er geht aus. Wird er es schaffen? Wie kann denn eine Mine abfackeln? Okay, wenn da Gase drin sind, könnte ich mir vorstellen, aber so. Unerwartet haben wir es geschafft. Sven. Wieso werden es eigentlich mehr Kaufleute? Die Bürger sind unzufrieden. Aristokraten. Meine Lieblinge. Und wir haben es gleich geschafft. Fehlt noch ein bisschen Stein. Überprüft eure Handelsrouten. Nö, das lohnt sich nicht mehr. Wir haben gleich 100 Aristokraten. Brauchen bloß noch ein bisschen Stein. Die ich vielleicht auch kaufen kann. Stein? Nö. Verkaufen wir gar nicht. Ah, verkaufe ich den eigentlich noch? Ah, okay. Das sollten wir vielleicht noch ausmachen. Geld haben wir, ja? Yay, wir haben die Pest. Geht der Arzt da runter? Kann der Arzt überhaupt noch da runter? Ich glaube nicht, fast gar nicht. Weg damit. Ihr habt eure Aufgaben vortrefflich gemeistert. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, was heute mit dem Spiel los ist. Ihr merkt wahrscheinlich auch, dass es immer mal wieder ein bisschen... Ja. Problem macht.